Englands Rekordtorschütze Wayne Rooney ist begeistert von der bisherigen Vorstellung der Three Lions während der WM-Endrunde in Russland und glaubt an den Einzug ins WM-Endspiel. Sie machen das fantastisch, hoffentlich gewinnen wir. Es ist großartig. Die Atmosphäre in der Heimat ist einmalig, sagte der einstige Torjäger von Manchester United und des FC Everton, der jetzt bei Washington D.C. United in der nordamerikanischen Profiliga MLS spielt. Am Mittwoch 20 Uhr trifft der Weltmeister von 1966 im Moskauer Luzhniki-Stadion auf Halbfinalgegner Kroatien. Rooney wird seinen alten Kollegen die Daumen drücken und ist zuversichtlich, dass das Team von Manager Gareth Southgate den zweiten WM-Titel für das Mutterland des Fußballs erringen kann. Ich wünsche den Spielern und Gareth alles Glück der Erde, sie machen uns alle stolz. Es wäre toll, wenn sie am Ende den Cup nach Hause bringen. Wir glauben daran, der 32-Jährige trug selbst in 119 Länderspielen das Trikot der englischen Auswahl. Punkt. Mit seinen 53 Länderspieltoren ist er nach wie vor Rekordtorschütze der Three Lions. Am Samstag gibt er gegen Vancouver sein MLS-Debüt für Washington.